Hallo, wir begrüßen dich ganz herzlich zum Start der Kalenderwoche 49. Am Montag startet René Dilabio bei uns. Er hat ja im Sommer schon mal ein paar Tage bei uns gearbeitet und hat jetzt einen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben. Der René ist gelehrter Gärtner EFZ, Garten- und Landschaftsbau. Wir begrüßen den René ganz herzlich in unserem Team und wünschen ihm einen ganz erfolgreichen Start. Dann kommt in dieser Woche noch die Anja zu uns schnuppern. Dann hier noch ein Hinweis für dich, falls du das Hodl und Partner App noch nicht abgeladen hast, tu das bitte noch machen. Wir werden in der nächsten Woche definitiv umstellen und nicht mehr über WhatsApp, sondern nur noch über unsere App kommunizieren. Gut, dann machen wir noch einen Rückblick auf die vergangene Woche. Am Montag haben wir einen Sanitätskurs bei uns gehabt. Wir haben ganz viele spannende Infos bekommen und auch wieder ganz gut können Sachen trainieren, wie wir uns im Notfall verhalten müssen. Wir haben am Morgen und am Nachmittag je eine Gruppe gehabt und werden die, die noch nie an diesem Kurs waren, dann noch mal durchführen, und zwar am 9. Dezember. Dann war am Montag auch Talentwerktag und dieser Tag ist ganz im Zeichen von Pflanzenkompetenz gestanden. Die Lernenden haben ganz viele Pflanzen gesammelt und bestimmt. Dann auch für das Büroteam gibt es immer wieder Neues. Wir haben unser ICT-System auf den neuesten Stand gebracht und entsprechend auch Schulungen durchgeführt. So haben wir jetzt Microsoft 365 mit Teams und unsere Daten sind auf einem SharePoint, damit wir sehr effizient und von überall her arbeiten können. Am Donnerstag haben wir dann noch ein E-Mail bekommen und den Inhalt von dem zeigen wir dir jetzt im Wochenthema. Am letzten Donnerstag haben wir ein sehr freudiges E-Mail bekommen. Und zwar haben wir Bestätigung bekommen, dass wir das Zertifikat von der Stiftung Natur und Wirtschaft für die Zertifizierung von unserem Gartenpark Kaiserhof wieder bekommen haben. Im Rezertifizierungsbericht ist unser Gartenpark noch einmal im Detail beschrieben. Vor allem aber auch die neuen Massnahmen, die wir getroffen haben zur Förderung der Biodiversität. Im Speziellen sind auch die mit den Wildstuden begrünten Baumscheiben auf unseren Parkplätzen, der neue Naturmodul-Lehrpfad und auch die Fläche mit den Kopfweiden und Buntbrachen im Bericht erwähnt. Die Stiftung Natur und Wirtschaft setzt sich für die Förderung der Biodiversität, die Industrieareale, aber auch in den Siedlungsräumen ein. Im Stiftungsrat sind der Beat Flach, Nationalrat, der Peter Richard, Naturgärtner, Julia Pagel von Losinger Marazzi, Tobias Meyer von Jara Suisse, Anna Peters von der Migro, Hans Romang vom BAFU und Martin Weder und Beat Haller vom Verband Baustoffkreislauf Schweiz. Mit der Rezertifizierung durch die Stiftung Natur und Wirtschaft gehört unser Gartenpark Kaiserhof weiterhin zu den herausragenden Arealen, die das Zertifikat bekommen haben. Hier siehst du jetzt ein paar Impressionen von unseren ökologisch wertvollen Objekten, die wir bei uns auf dem Kaiserhof haben. Durch die grosse Artenvielfalt an der Flora bei uns auf dem Kaiserhof gibt es natürlich auch entsprechend grössere Artenvielfalt an Fauna. Das heisst, je mehr Lebensräume das wir schaffen können und je mehr Futterstellen das wir für Tiere können zur Verfügung stellen können, umso mehr wird unser Garten auch besiedelt. Manchmal muss man ganz gut und genau hinschauen, dass man alle Tiere wahrnehmen kann. Wir dürfen alle mega Freude an diesem Zertifikat haben und stolz sein, haben wir das wieder bekommen. Gut, dann haben wir natürlich auch in unseren Kundengärten und auf unseren Baustellen ganz hart und auch erfolgreich gearbeitet. Und wir können dir jetzt hier noch ein paar Bilder von unseren Arbeiten zeigen.
So, und das wär's gsi. Jetzt wünschen wir dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Arbeitswoche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!